George Soros misst sich in die bayerische Landtagswahl ein. Am 14. Oktober fanden in Bayern die Landtagswahlen statt. Entgegen der vorangegangenen Umfrageergebnisse hatte die CSU mit 37,2% erstmals seit 38 Jahren nicht mehr die absolute Mehrheit. Die AfD hatte mit 10,2% überraschenderweise weniger als in der Bundestagswahl und die Grünen waren mit 17,5% so stark wie noch nie. Bei genauerer Betrachtung gibt es jedoch einige Hinweise, dass der US-Milliardär George Soros seine Finger im Spiel hatte. Welche Rolle er dabei spielte, beleuchtet Klagemauer TV in dieser Sendung. George Soros ist dafür bekannt, sein Geld und seinen Einfluss zu nutzen, um die Auflösung der europäischen Nationalstaaten mittels organisierter Migration voranzubringen. Er gilt als Verwirklicher einer neuen Weltordnung, kurz NWO. Wie Klagemauer TV bereits in zahlreichen Sendungen darlegte, hatte er in den letzten 25 Jahren bei nahezu jedem Regierungsputsch in den verschiedensten Ländern eine gewichtige Rolle als Sponsor und Strippenzieher gespielt. Einzelheiten finden Sie in eingeblendeten Sendungen im Abspann. Interessanterweise zog die Open Society Foundations, zu Deutsch Offene Gesellschaftsstiftung, von Soros im September dieses Jahres von Budapest nach Berlin um. Künftig wird also in der deutschen Hauptstadt über die 100 Millionen Dollar entschieden, welche die Open Society Foundations jährlich europaweit verteilt. Am 26. Januar 2018 beim Weltwirtschaftsforum in Davos hatte Soros auf einmal Interesse an der bayerischen CSU gezeigt und forderte das Ende der CDU-CSU-Fraktionsgemeinschaft. Dies begründete er damit, dass das Auftauchen der AfD die CSU gezwungen habe, angesichts der Wahlen in Bayern, noch weiter nach rechts zu rücken. So habe sich zwischen den eng agierenden Unionsparteien ein unüberbrückbarer Graben aufgetan. Das deutsche Parteiensystem ist handlungsunfähig, solange sich die siamesischen Zwillinge CSU und CDU nicht trennen. Der Grund, warum die bayerische Landesregierung für Soros offenbar unbequem wurde, liegt auf der Hand. Die CSU ist seit Jahrzehnten für ihre noch relativ konservative Politik bekannt. Und Bayern gilt in Deutschland als eines der reichsten und stabilsten Bundesländer. In der Vergangenheit hatte sich der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer immer wieder gegen Merkels Migrationskurs gestellt. Dies dürfte George Soros ein Dorn im Auge gewesen sein. Befürchtete er womöglich, dass die CSU, die Bayern 40 Jahre lang stabil regierte, der entscheidende Hebel in Deutschland und somit auch in Europa sein könnte? Denn ohne Finanzierung durch die Bundesregierung würde sowohl das Modell Europa als auch die gesamte Migrationspolitik zusammenbrechen. Sah sich Soros dadurch veranlasst, auch in Deutschland durch gezielte Beeinflussung diesen sich abzeichnenden Tendenzen entgegenzuwirken? Aufgrund der Vorfälle in Chemnitz im August dieses Jahres, bei denen es Hetzjagden auf Ausländer gegeben haben soll, entstand in kürzester Zeit eine Gegenreaktion. KlarTV berichtete in eingeblendeten Sendungen darüber, dass es aber bei den vermeintlichen Hetzjagden kaum um unvoreingenommene und objektiv geprüfte Sachverhalte ging. Trotz dieser ungeklärten Situation formiert sich als Gegenreaktion ein breites Bündnis aus prominenten Personen und mehr als 450 bundesweit überwiegend linken Organisationen, wie zum Beispiel Amnesty International, ATTAC oder Pro Asyl. Viele dieser Organisationen werden von Soros finanziert. Seither organisiert das Bündnis Demonstrationen unter dem Namen Unteilbar und dem Motto für eine offene und freie Gesellschaft, Solidarität statt Ausgrenzung. Die Bezeichnung Unteilbar ist abgeleitet von einer US-Initiative der Open Society Foundations, welche mit der Democracy Alliance die teils gewalttätige Demonstrationen gegen Präsident Donald Trump organisierte. Für den 13. Oktober rief das Bündnis Unteilbar zu einer Großdemonstration gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Berlin auf. Laut Veranstalter sollten 240.000 Menschen, laut Polizei 100.000, vor dem Brandenburger Tor demonstriert haben.
Genau einen Tag später nun fand besagte Landtagswahl in Bayern statt. Hatte die Einflussnahme der Soros-Stiftung möglicherweise zur Folge, dass viele Wähler von den konservativen und rechten Parteien abrückten und so gerade auch die CSU viele Stimmen verlor? Die CSU wurde jedenfalls als treibende Kraft gegen ein vereintes Europa ohne Nationalstaaten wesentlich geschwächt, wenn nicht ganz ausgeschaltet. Somit scheint George Soros seinem Ziel ein gutes Stück näher gekommen zu sein. Demokratiemissionare als Todesengel. Namen und Verbindungen westlicher NGOs im Dienste globaler Kriegstreiber. Bei allen jüngsten Regierungsumstürzen der Welt spielten westliche Nichtregierungsorganisationen neben verschiedenen Geheimdiensten eine zentrale Rolle. Von Serbien über den Irak, Georgien, die Länder des sogenannten Arabischen Frühlings, bis zuletzt in die Ukraine destabilisieren sie als Missionswerke für Demokratie ihre heimgesuchten Länder ganz gezielt. Nichtregierungsorganisationen, zu Englisch Non-Governmental Organizations oder kurz NGOs, sind private Organisationen, die nicht im Auftrag einer Regierung handeln. Zahlreiche westliche Demokratie-Missionswerke coachten in den letzten Jahren im NGO-Gewand die Regierungsgegner unliebsamer Länder, finanzierten Revolutionäre in angeblichen Diktaturen, zettelten Massenaufstände an und ebneten damit den Weg für Kriege, Verwüstung und Tod. Europa bekommt dieses Leid aktuell in Gestalt einer dramatischen Flüchtlingswelle zu spüren. Nichtregierungsorganisationen, wir nennen sie von nun an nur noch NGOs, sind nicht ungefährlicher, nur weil offiziell keine Regierung hinter ihnen steckt. Im Gegenteil, die mächtigsten NGOs der Welt agieren in der Machthierarchie sogar deutlich über einzelnen Regierungen. Mit ihnen sind dann weitere Netzwerke von einflussreichen NGOs verfilzt. Diese schmücken sich jeweils gerne damit, völlig regierungsunabhängig und privat tätig zu sein, zum Beispiel als edle Hilfswerke für eine sogenannte offene Zivilgesellschaft in rückständigen Ländern. Doch genau da liegt das Problem. Die mächtigsten Kriegstreiber auf Erden sind längst nicht mehr Staaten und Regierungen, sondern diejenigen privaten Gruppen, die diese Staaten und Regierungen an der Leine führen. Moment, mag man da jetzt denken. In einer Demokratie ist das Volk doch immer der oberste Souverän und über den gewählten Regierungen gibt es keine zusätzlichen Instanzen mehr. Doch das ist ein Irrtum. Die Macht auf Erden wurde in Wirklichkeit längst privatisiert. So zumindest drücken es die renommierten Soziologieprofessoren Hans-Jürgen Krasmanski und George William Domhoff aus. Sie beweisen mit aufwendigen Studien, dass in den USA eine Elite der Hochfinanz real existiert, die in Wirklichkeit über der gewählten demokratischen Regierung agiert. Krasmanski schreibt, die Durchsetzung zentraler politischer Entscheidungen und Strategien sei nicht, wie in der öffentlichen Mythologie propagiert, das Ergebnis parlamentarisch-demokratischer Prozesse, die letztlich vom Wähler, vom Volk souverän ausgehen. In Wirklichkeit bestimme ein anderer Souverän, nämlich diejenigen Gruppen, die über die größte Geldmacht verfügen. Bringen wir darum etwas Licht ins Dunkel, teilen diese privaten Gruppen in 5 Kategorien auf und ordnen die Demokratisierungs-NGOs dabei sauber ein. Erstens Kategorie Hinterzimmer, globalistische Thinktanks. Zweite Kategorie Finanzierung, Training. Dazu gehören die Demokratisierungs-NGOs. Dritte Kategorie rhetorischer Support. Darunter fallen westliche Menschenrechtsstiftungen. Vierte Kategorie internationale Organisationen. Fünfte Kategorie lokale Straßenfront. Das sind die lokalen Handlanger-NGOs, wie wir sie mal nennen. Kategorie 1 beginnen wir ganz oben in der Machthierarchie bei der Kategorie Hinterzimmer. Dort operieren sogenannte Thinktanks, also Denkfabriken, oder nennen wir sie besser Glaubensgemeinschaften. Um einen genaueren Einblick zu erhalten, wechseln wir nun unsere detaillierte Darstellung. Ein Schema, das uns zeigt, dass es sich bei diesen Thinktanks um private Clubs handelt, in denen die mächtigsten Menschen der Welt, die Spitzen der größten Megakonzerne der Erde und die reichsten Leute aller Zeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit miteinander verbandelt sind.
In diesen Schattenkirchen des Globalismus kommt es ohne jede demokratische Kontrolle und Legitimation zu gewichtigen Absprachen. Diese Absprachen bestimmen nachweislich die großen, angeblich demokratischen Marschrouten in der westlich dominierten Welt. Die mächtigsten Thinktanks der Welt agieren laut Krasmansky weit über einer einzelnen Regierung und lenken dabei selbst den jeweiligen US-Präsidenten. Sehen wir uns einmal an, wer in diesem Club sitzt, und merken uns ihre Namen. Alle diese Informationen sind offenkundig und zum Beispiel bei Wikipedia nachprüfbar. Stand 2015. Das Brookings Institute. Das Brookings Institute gilt als eine der mächtigsten Denkfabriken, englisch Thinktanks, der Welt. Merke, je öfter wir einzelnen Personen, Firmen und Organisationen in dieser Dokumentation noch begegnen werden, desto größer das gelbe Warndreieck unten rechts im dazugehörigen Bild. Die jeweilige Zahl im Warndreieck gibt an, wie häufig die betreffende Person, Institution oder Firma in unserem Schema vertreten ist. Bei Brookings engagierte Banken, Versicherungen und Finanziers. Für ein aufmerksameres Studium der jeweiligen Namen kann die Wiedergabe pausiert werden. Erdölkonzerne, Stiftungen, Rüstung und Industrie. Beispiele für andere Megakonzerne. Weiter zur International Crisis Group. Die ICG gilt als der hauptsächliche Ansprechpartner für westliche Regierungen und internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die EU und die Weltbank, wenn es um Kriegsfragen geht. Bemerkenswerte Vorstände. Man beachte wieder die gelben Warndreiecke. Bemerkenswerte Supporter. Wichtige Berater. Dann das Council on Foreign Relations. Eine Elitegruppe mit 4500 Mitgliedern, gegründet 1921 in New York von den jüdischen Bankiers Paul Warburg, Otto Hermann Kahn und Freunden, publiziert die Zeitschrift Foreign Affairs, welche von der Washington Post als Bibel des außenpolitischen Denkens bezeichnet wird. Big Money, vertreten im Council on Foreign Relations. Big Oil. Kommunikationsriesen, Pharmagiganten, Rüstungs- und Industriegroßkonzerne, Medienkonglomerate, Lobbyisten und PR-Giganten, Konsumindustrie. Eine kleine Auswahl prominenter Mitglieder: David Rockefeller, George Soros, Mitt Romney, John McCain, George Herbert Walker Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Jimmy Carter, Al Gore, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, der erste Chef aller 17 US-amerikanischen Geheimdienste zusammen, John Negroponte, die Präsidentin der Fed, Janet Yellen, der Chef von Goldman Sachs, Lyotse Blankfein, ABC News President Benjamin Sherwood, der Gründer und CEO von News Corp und Fox News, Rupert Murdoch, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, der 11. Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, der Präsident von Time Warner, Jeffrey Berkes, oberste US-Richter wie John Roberts, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, höchste Generäle und Geheimdienstchefs der USA wie Stanley A. McChrystal, David Petraeus, John R. Allen, der Filmproduzent Lawrence Bender, die Filmstars Angelina Jolie und George Clooney. Auch US-Präsidentschaftskandidaten, die sich im Wahlkampf als Rivalen inszenieren, weisen oft beide Verbindungen zum CFR auf, wie etwa Barack Obama und Mitt Romney. Um zu verstehen, welche Machtfülle das CFR besitzt, muss man wissen, dass sowohl die Ideen als auch die Entwürfe für die Projekte UNO, NATO, Weltbank, IWF und Marshallplan direkt in den Hinterzimmern dieser Glaubensgemeinschaft entstanden, was man in jedem guten Lexikon auch nachprüfen kann. Egal wie neutral und global sich diese internationalen Organisationen also gerne darstellen mögen, sie sind in Wirklichkeit nichts anderes als Ausgeburten der Mächtigen von Kategorie 1. Fazit: Bei so viel Machtkonzentration in einem einzigen privaten Eliteclub muss es dem Souverän, das heißt dem Volk, schwindlig werden. Der Soziologieprofessor George William Domhoff von der University of California sagte, dass die Wichtigkeit dieser Vereinigung des CFR für das Verständnis der Grundmotive und der Grundlinien amerikanischer Weltpolitik kaum hoch genug veranschlagt werden kann.
Weiter sagte er, dass die allermeisten Bürger nicht einmal eine Ahnung von der Existenz eines solchen Gremiums haben. Nun zum Chatham House. Das Chatham House ist die britische Partnersekte des amerikanischen CFR und zählt 75 Großkonzerne und 2770 Einzelpersonen als Mitglieder. Es steht unter der Schirmherrschaft von Queen Elizabeth II. Seine wichtigsten Schlüsselprojekte werden von der Rockefeller Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation, der Konrad-Adenauer Stiftung, der NATO oder der EU finanziert und gesponsert. Die vom Chatham House publizierten Zeitschriften International Affairs und The World Today zählen zu den führenden Fachorganen der internationalen Politik. Big Money und Big Oil. Medien. Konsumindustrie. Stiftungen. Kommunikationsriesen. Übrige Industriezweige. Pharmagiganten. Das Chatham House glänzt nicht durch Transparenz. Die sogenannte Chatham House Rule, eine Verschwiegenheitsklausel, die auch auf den untergeordneten Bilderberger Konferenzen und beim vorhin genannten Council on Foreign Relations gilt, besagt, dass die Teilnehmer keine Namen und Identitäten zu internen Absprachen nennen dürfen. Zusammenfassend für Kategorie 1 wollen wir nochmal den emeritierten Professor für Soziologie an der Uni Münster, Hans-Jürgen Grossmanski, zu Wort kommen lassen. Diese Policy Discussion Groups, Think Tanks, stellen die machtpolitischen Kerne des Einflusssystems der Geld- und Machteliten dar. Letztendlich sei auf diese Weise sichergestellt, dass nur Regelungen und Gesetze der ursprünglichen Auftraggeber realisiert werden. Mächtige Think Tanks bestimmen also die großen Leitlinien der westlichen Politik und ihre Filialen in Deutschland, wie zum Beispiel die Atlantikbrücke. Dort sind Leute wie Angela Merkel, Joachim Gauck, der ZDF-Moderator Klaus Kleber und so weiter angedockt. Oder die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik setzen diese Vorgaben von oben dann willig und in vorauseilendem Gehorsam um. Doch gibt es eben Länder, die bei diesem Spiel nicht ganz so willig mitmachen, wie es Deutschland so vorbildlich tut. Diesen Ländern wird dann, wenn nötig, etwas blutige Nachhilfe in Sachen Demokratie gegeben. Dies wird dann aber von den angeblich wohltätigen NGOs der Kategorie 2, Finanzierung und Training, eingefädelt. Kategorie 2. Wir beginnen mit dem Beispiel der Open Society Foundations. Das ist ein ganzer Verband von NGOs unter dem Patronat von George Soros, Geburtsname gemäß Wikipedia Georg Schwarz. Seine NGOs organisierten und überwachten schon 2003 die georgische Rosenrevolution, die zur Machtübergabe an den US-Günstling Mikhail Saakashvili führte. Die Orangene Revolution 2004 in der Ukraine wurde ebenfalls durch Soros-Stiftungen finanziert. Schon 2011 warnte der russische TV-Sender RT davor, dass Soros einen bevorstehenden Putsch in der Ukraine finanziere und ein libysches Szenario vorbereitet habe, was 2014 mit dem Euromaidan auch eintraf. Seine Stiftungen bereiten den Boden für kommende Unruhen in verschiedenen Ländern auf alle erdenklichen Arten und Weisen vor. Als Beispiel kam kürzlich ans Licht, dass die mazedonischen Studenten $1,500 für Umsturzvorschläge bezahlten. Soros finanziert auch das NED mit, womit wir gerade bei der nächsten Stiftung der Kategorie 2 Finanzierung und Training wären. Das National Endowment for Democracy, NED. Das NED fördert über 1000 Projekte mit sogenannten demokratischen Zielen in über 90 Ländern. Bei praktisch jedem Regierungsumsturz der jüngsten Zeit findet man seine Handschrift. Die Führungsriege des NED ist gespickt mit Mitgliedern des CFR und Vertretern der Megakonzerne, die auch in den anderen großen Thinktanks sitzen. Der NED-Gründer Alan Weinstein sagte es offen heraus. Eine Menge von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA verdeckt getan. Selbst die New York Times musste in einem Randartikel einräumen, dass das NED den arabischen Frühling maßgeblich orchestrierte. Movements.org. Das ist eine auf Jugendkrawalle spezialisierte Demokratisierungs-NGO, die zum Beispiel die ägyptische Jugendbewegung des 6. April von einer kleinen unwichtigen Facebook-Gruppe zu der führenden Bewegung der ägyptischen Revolution im Jahr 2011 aufbaute. Sie wird finanziert vom selben Konglomerat von Großkonzernen, das auch in den obersten Thinktanks vertreten ist. Zum Beispiel Google, Facebook, CBC News, MSNBC, Pepsi und so weiter. Überdies ist Movements.org auch direkt mit dem US-Außenministerium verbandelt. Weitere Beispiele für NGOs in der Kategorie 2 Finanzierung und Training: Ford Foundation, Oak Foundation, Secret Rising Trust, Rockefeller Foundation.
Die NGOs der Kategorie 2 finanzieren und trainieren dann die lokale Straßenfront, also die Kategorie 5. Das sind kleine Hinterhof-Protestgruppen in Ländern mit unliebsamer Regierung, die je nach Bedarf zu medialen Helden der Freiheit und der Demokratie hochstilisiert werden. Beispiele dafür sind Gruppen wie, wir kommen zur Kategorie 5, Otpork Canvas in Serbien. Inszenierte den Sturz der serbischen Regierung im Jahr 2000. Canvas, die Nachfolgeorganisation von Otpor, unterstützt mit US-Finanzierung bis heute sogenannte Farbenrevolutionen in aller Welt. Open Ukraine. Das Beispiel in der Ukraine. Die einst unbedeutende ukrainische NGO des heutigen ukrainischen Ministerpräsidenten Arseniy Yatsenyuk war maßgeblich am Sturz der ukrainischen Regierung 2014 beteiligt. Sie wurde direkt vom NED und dem Chatham House finanziert, wie man auf deren Webseite öffentlich einsehen konnte. Die bereits genannte Jugendbewegung des 6. April als Beispiel für Ägypten gehörte zu den gefeierten Helden der Revolution in Ägypten 2011. Weitere Beispiele von lokalen Handlanger-NGOs sind Free Malaysia Today, Brachatai, Pussy Riot, Open Russia, Demokratische Alternative Da, Arab Commission for Human Rights, Bahrain Center for Human Rights, die junge Revolutionsführerin Ensar Qadi als Beispiel für Jemen, die Nationale Front für die Rettung Libyens und so weiter. Fast jedes Land der Welt beherbergt solche lokalen Missionsstationen. Nebenbei bemerkt, Russland begann in den letzten Jahren, diese von Globalisten finanzierten Unterwanderungs-NGOs einer Bewilligungspflicht zu unterstellen. Die westlichen Medien versuchen dies nun als großen Beweis dafür zu verkaufen, dass Putins Russland immer totalitärer wird. Allerdings gilt in den USA und in Israel dieselbe Bewilligungspflicht für ausländisch finanzierte NGOs schon seit Jahrzehnten. Und da wären wir auch bereits bei der Rhetorikabteilung angekommen. Unterstützt wird die lokale Straßenfront nämlich bei ihrem Treiben jeweils tatkräftig von der Rhetorikabteilung, die sie wahlweise heilig spricht, ihr die nötigen Auszeichnungen verleiht oder die mediale Hysterie in die gewünschte Richtung lenkt. Zur Kategorie rhetorischer Support gehören NGOs wie Kategorie 3, Human Rights Watch, wird ebenfalls von George Soros finanziert. Über 100 Akademiker aus aller Welt kritisierten im Mai 2014 in einem offenen Brief die Verfilzung von Human Rights Watch mit der CIA und hohen US-Regierungskreisen und deren Hintermännern. Ärzte ohne Grenzen, MSF. Ein Beispiel, die vom MSF hochgespielte humanitäre Krise, welche die Begründung für die NATO-Bomben auf Belgrad im Kosovo-Konflikt war, konnte durch spätere Untersuchungen nie beglaubigt werden. Die USA haben sich inzwischen im Kosovo aber eine enorme Militärbasis aufgebaut. Ein weiteres Beispiel, Amnesty International. Hier die Verbindung von Amnesty zum Beispiel zum Chatham House. Ein früheres Vorstandsmitglied von Amnesty USA, Professor Francis Boyle, warnt davor, dass Amnesty International und Amnesty USA imperialistische Werkzeuge seien. Beispielsweise veröffentlichte Amnesty International im Dezember 1990 die sogenannte Brutkastenlüge, die den ersten Irakkrieg legitimierte. Dann Reporter ohne Grenzen, wird auch vom NED, Soros und so weiter finanziert. Die Auswahl der in Sachen Pressefreiheit angeprangerten Länder orientiert sich eigentlich stets 1:1 an der schwarzen Liste des US-Außenministeriums. Die USA selber und ihre Verbündeten müssen aber keine fundamentale Kritik befürchten. So zum Beispiel wurde die Tötung von 16 Mitarbeitern der jugoslawischen Fernsehstation RTS durch einen NATO-Luftangriff im April 1999 im Jahresbericht der Reporter ohne Grenzen nicht einmal erwähnt. Dann ein Beispiel für eine Organisation, die ihren eigenen Schöpfern die benötigten Auszeichnungen verleiht, die IWMF. Das ist die Internationale Frauenmedienstiftung, ein Club, der unter dem Vorwand, mutige Journalistinnen auszuzeichnen, Volksverhetzung in unliebsamen Ländern finanziert und fördert. Hier leisten wir uns abschließend noch einmal einen genaueren Blick auf die beteiligten Firmen und Organisationen, denn wir kennen sie bereits. Fazit: Die Frage, wie viel Regierung hinter einer NGO steckt, scheint angesichts dieser immer gleichen privaten Namen geradezu belanglos zu werden. Die Frage, wie viel private Macht hinter einer Regierung steckt, ist heute die eigentlich zentrale geworden. Wie wir nun aufgezeigt haben, existieren völlig private Glaubensgemeinschaften, in denen sich die reichsten und mächtigsten Leute der Welt tummeln, über das Schicksal ganzer Nationen, über Krieg und Frieden auf unserer Welt verfügen, als wäre das ein Spiel. Während sie selbst in keiner Weise demokratisch legitimiert sind, hinterlässt ihre Heilslehre der Demokratie ganze Länder in Schutt und Asche.
Unsere Aufzählung beansprucht allerdings keinerlei Vollständigkeit und lebt davon, ergänzt zu werden. Helfen Sie uns dabei mit. Merken Sie sich auch die in dieser Sendung genannten Namen und Firmen. Sie werden dadurch einen ganz anderen Blick auf die tägliche Berichterstattung erhalten. Abschließend bleibt noch eine Frage offen. Welche Personen geben bei fragwürdigen Hinterzimmer-Thinktanks wie dem Brookings Institute, der International Crisis Group, dem Council on Foreign Relations oder dem Chatham House intern wirklich den Ton an? Denn jede Kirche hat ihr Oberhaupt und jede Sekte ihren Boss. Die Welt hat ein Recht darauf, ihre exakten Namen durch solide Quellen belegt zu erfahren. Insider- und Aussteigerberichte sind hierzu gefragt. Melden Sie sich bei uns.